Ich bekomme tatsächlich immer mal wieder die Frage gestellt, wie man sich denn als Neugründer, Neuselbstständiger oder aber auch als jemand, der gerade ins Berufsleben eintritt, am besten über das Thema Steuern informiert. Schließlich lernen wir alle in der Schule relativ wenig über das ganze Thema Steuern und Buchhaltung. Und ja, man kann das Ganze so machen wie ich. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe studiert und so weiter. Das heißt, ich habe mich jahrelang mit dem ganzen Thema beschäftigt und natürlich profitiere ich in meinem Leben davon, dass ich da so ein fundiertes Wissen habe. Aber sind wir mal ehrlich, das ist Quatsch, dass das jeder macht. Und natürlich gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, sich dem ganzen Thema Steuern einmal zu nähern. Und die beste Art und Weise ist es natürlich, diesen Kanal zu abonnieren. Wir haben schon hunderte Videos aufgenommen rund um die ganzen Themen Buchhaltung, Steuern und Finanzen für Selbstständige. Ich habe aber tatsächlich auch einen relativ kleinen anderen Kanal, da geht es mehr um die ganzen Themen rund um das Thema Einkommensteuererklärung. Den Kanal verlinke ich dir einmal oben rechts. Schau da auch gerne einmal vorbei. Da wird es in diesem Jahr auch regelmäßig neue Videos geben. Aber nicht jeder schaut gerne Videos. Es gibt auch Leute, die lesen tatsächlich gerne Bücher. Und natürlich gibt es auch eine ganze Reihe von Steuerliteratur, die sich an Leute richten, die jetzt nicht studieren oder das Ganze gelernt haben. Das heißt, die das ganze Thema auch für Fachfremde, für Laien echt gut aufbereiten. Das Problem ist, da ist es echt schwierig als Laie zu erkennen, wer seriöse Anbieter sind, also wer sind Autoren, die das Ganze auch beherrschen und wer sind so diejenigen, die sich, ich würde mal sagen, ganz bewusst Steuercoach und nicht Steuerberater nennen, weil sie sind keine Steuerberater und haben vielleicht auch nicht ganz in der Tiefe das Wissen. Und deswegen dachte ich mir, ich stelle dir einfach mal in diesem Video die 4 Bücher vor, die ich dir ja persönlich empfehlen würde. Und ich sage dir jeweils dazu, was in dem Buch jeweils steht, also an wen sich dieses Buch richtet und wann es unter Umständen das Richtige für dich ist. Und das erste Buch ist Der große Konz. Ich glaube, das Buch ist wahrscheinlich das bekannteste Steuerbuch, was es in Deutschland gibt. Das sind 1000 ganz legale Steuertricks. Ich glaube tatsächlich, es sind nicht ganz 1000, sind aber tatsächlich 700, 800 Steuertipps. Dieses Buch richtet sich in erster Linie an alle Deutschen, also an die Leute, die eine Einkommensteuererklärung erstellen. Und da findet man wirklich alles. Alles rund um alle möglichen Einkommensarten. Wie läuft das mit den Kindern in der Steuererklärung ab? Ganz viel natürlich rund ums Angestellten-Dasein, berufliche Kosten, außergewöhnliche Belastung, Sonderausgaben, Vorsorgeaufwendungen und so weiter. Das heißt, dieses Buch ist sehr empfehlenswert für alle Leute, die eine Einkommensteuererklärung erstellen. Und du als Selbstständiger musst auch eine Einkommensteuererklärung erstellen. Und von daher lohnt sich das Buch auf jeden Fall. Es ist definitiv kein Buch, was man von Anfang bis Ende durchliest, sondern das ist mehr so ein Nachschlagewerk. Wenn man mal seine Steuererklärung macht, dann kann man das parallel aufschlagen und sich nochmal ein paar Ideen abholen. Das heißt, das würde ich aber auf jeden Fall empfehlen. Und das zweite Buch, keine große Überraschung, ist mein eigenes Buch. Und zwar Der perfekte Start. Und das Buch ist ein absolutes Praxishandbuch für die Gründung. Das baut im Wesentlichen auf 3 Säulen auf. Einmal so die Steuerbasics, die man kennen sollte. Also einmal Steuern in Deutschland, einmal Buchhaltung in Deutschland und auch Sozialversicherung. Schließlich sind die Krankenversicherungsbeiträge gerade bei Gründern häufig viel höher als die Steuerbelastung. Und deswegen muss man sich natürlich auch mit dem ganzen Thema Sozialversicherung auseinandersetzen. Der zweite und wichtigste Teil des Buches ist das ganze Thema Lebenszyklus einer Selbstständigkeit. Also von der Anmeldung beim Gewerbeamt und beim Finanzamt über das erste Jahr, das Erstellen der Steuererklärung, das Lesen der BWA und des Steuerbescheids bis hin zu am Ende, wie löse ich eigentlich diese Selbstständigkeit wieder auf? Also wie melde ich das Ganze ab? Und dann habe ich ganz am Ende zum Buch nochmal so ein paar Steuertipps einfließen lassen. Da geht es dann darum, wie spart man eigentlich Steuern? Das sind jetzt keine super komplizierten Steuerstrategien so über mehrere Länder hinweg mit Holding- oder Stiftungsorganisationen, sondern da geht es wirklich darum, dass was eigentlich jeder Gründer kennen sollte. Also ich habe in das Buch alles reingeschrieben, was ich mir dachte, das hätte ich gerne am ersten Tag meiner Gründung alles schon gewusst. Übrigens, kleiner Spoiler, ich wusste es nicht. Ich habe mal ein Video aufgenommen rund um meine erste Gründung, das verlinke ich dir oben rechts einmal. Ich habe, das kann man nicht anders sagen, bei meiner ersten Gründung ordentlich Steuern hinterzogen. Nicht bewusst, aber hätte ich das Buch gehabt, dann hätte ich das alles deutlich besser gemacht. Und es ist mir natürlich ein großes Herzensanliegen. Du kannst mich persönlich unterstützen, wenn du dir dieses Buch holst. Das dritte Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist ein Buch, das habe ich wahrscheinlich
in meinem Leben mit am häufigsten überhaupt verschenkt, und zwar an ganz viele Selbstständige und Gründer, und zwar das Buch Steuern aber lustig von Andreas Görlich. Bevor ich das Buch geschrieben habe, hätte ich gesagt, das ist tatsächlich das beste Steuerbuch für Gründer. Und zwar ist das ein Buch, was wirklich, ich würde mal sagen, versucht, das zu erreichen, was der Titel sagt. Und zwar relativ unterhaltsam und lustig, das ganze Thema Steuern für Neuselbstständige und Neuunternehmer aufzubereiten. Ich gehe einfach mal auch in das Inhaltsverzeichnis rein. Da geht es zum Beispiel um generell Wissenswerte um das Thema Steuern, Erstkontakt mit dem Finanzamt, Gewinnermittlungsarten, also Bilanzierung, Einnahmenüberschussrechnung, Erklären der unterschiedlichen Steuerarten und so steuerliche Sonderfragen. Stellt sich vielleicht so ein bisschen die Frage, was sind denn eigentlich die Unterschiede? Ich würde sagen, das Buch ist eher so ein Crashkurs Steuern. Das heißt, hier erfährt man auch ein bisschen mehr über das Thema Körperschaftssteuer und so allgemein Wissenswertes rund um das ganze Thema Steuern in Deutschland. Und ich habe in meinem Buch versucht, wirklich so ein Arbeitsbuch zu schaffen. Also mit dem Buch kannst du tatsächlich dich im Alltag hinsetzen und kannst dir das jeweilige Kapitel rausgreifen und dann tatsächlich einfach das Ganze abarbeiten. Und das ist mehr so ein Wissensbuch, das sehr gut geschrieben ist, aber das Buch gibt dir mehr so einen Rundumblick. Das ist auch wichtig, aber deswegen ergänzen sich diese Bücher eher, als dass sie in Konkurrenz zueinander stehen. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, das ist alles schön und gut, ich bin jetzt aber schon ein paar Jahre selbstständig und ich verdiene ja schon ganz gut. Irgendwann muss mir doch irgendjemand Seriöses auch mal erzählen können, wie das Ganze funktioniert mit Holdingstrukturen oder mit Familienstiftungen. Und da gibt es unglaublich viele unseriöse Angebote. Aber ein Buch kann ich dir wirklich mit reinem Gewissen empfehlen und das ist das Buch von Johann Köber und zwar Steuern, Steuern. Das habe ich auch schon mehrfach verschenkt, eher an Selbstständige, die ja schon, ich würde mal sagen, mehr als 100.000 Euro pro Jahr verdienen, weil dann ergibt es wirklich Sinn, sich mit dem ganzen Thema ja Rechtsformen mal etwas näher zu beschäftigen. Das heißt, wenn du das ganze Thema mehr aus der Perspektive betrachten möchtest, wie kann ich tatsächlich gestalterisch auch im Bereich Rechtsformen tätig werden und unter Umständen eine Holding gründen, eine Stiftung gründen und so weiter, um am Ende tatsächlich weniger Steuern zu sparen. Das ist vor allem für diejenigen, die auch irgendwann überlegen, dass sie ihr Unternehmen irgendwann mal vererben wollen an die eigenen Kinder. Denen kann ich unbedingt das Buch Steuern, Steuern ans Herz legen. Bitte spart euch das Geld, irgendwie 5.000, 10.000 Euro für irgendwelche Online-Kurse und Steuercoachings, sondern kauft euch erstmal das Buch, lest da drin erstmal und ihr werdet mit Sicherheit ähnlich viel lernen, wie ihr auch in so einem 5.000 Euro Steuercoaching lernen könnt. Und auch eine kleine Empfehlung, die Kanzlei von Köber, die hat tatsächlich auch einen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch auch einmal einfach unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch mal reinschauen, das sind natürlich inhaltlich die gleichen Themen. Die Videos werden aber erstellt von einem Kollegen von Köber, aber von mir ist das Buch definitiv auch eine klare Empfehlung. Und jetzt bin ich ganz neugierig auf euer Feedback. Habt ihr eventuell eins dieser Bücher auch schon mal gelesen? Was war so euer Eindruck? Oder kennt ihr Bücher, die ich vielleicht gar nicht kenne, rund um das Thema Steuern und Buchhaltung, die auch empfehlenswert sind, dann schreibt mir genau diese Empfehlung gerne mal als Kommentar unter diesem Video. Und ich weiß, ich wiederhole mich, abonniert doch gerne diesen Kanal, denn meiner Meinung nach ist es am bequemsten, einfach Videos zu schauen. Und viele Inhalte, die ihr auch in diesen Büchern findet, findet ihr natürlich auch in meinen YouTube-Videos. Und wenn du nicht nur Wissen haben möchtest, sondern auch ganz konkrete Hilfe bei deiner Selbstständigkeit, also die richtigen Tools finden möchtest für deine Buchhaltung, fürs Rechnungsschreiben oder aber auch einfach einen Steuerberater suchst, dann schau dir doch mal die Videobeschreibung an. Da habe ich dir einige hilfreiche Links verlinkt. Ich packe dir den Link aber auch noch einmal hier hin. Oder du schaust einfach ganz direkt sofort jetzt die nächsten Videos an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.